Nee, Natururin schon wieder dran. Ich hab Fanpost bekommen. Ui, hier, ja, ist das doch mal. Hier ein Alkoholkochset steht hier dran. Alkoholkochset. Das trifft sich gut. Weil ich hab, wie heißt das doch mal? Ein Gaskocher, der hier explodieren könnte oder so. Und bei dem ich niemals weiß, ob dieser Gaskocher, wann dieser Gas alle ist. Weil nicht, dass ich dann hier draußen irgendwo penne und der Gas ist alle. Und da muss man auch diese Kartuschen, diese Gaskartuschen immer extra entsorgen. Und deswegen finde ich das voll cool. So ein Alkoholkochset. Das werde ich beim nächsten Mal benutzen. Und hier, und oi, hier ist noch was drin. In diesem Paket. Hier, Dusche. Outdoor-Dusche. Das hört sich voll cool an. Weil vorher, da habe ich mich immer anders geduscht. Da hatte ich hier. Wie heißt denn das Ding nochmal? Ich zeig euch das mal kurz. Und zwar hier, vorher hatte ich, war das hier meine Outdoor-Dusche gewesen. Und zwar dieser Deckel. Ich habe da ganz viele Löcher mit so einer Nadel rein gemacht. Und wisst ihr, wie diese Outdoor-Dusche funktioniert hat? Ich habe diesen Deckel mit hier mit so einer passenden Flasche voller Wasser einfach da oben dran geschraubt. Und nachdem ich das da oben drauf geschraubt habe, habe ich so gemacht. Zum Rumduschen. Meine alte Outdoor-Dusche, die hat zwar gut funktioniert und war wunderschön billig gewesen, aber freut mich jetzt eine richtige Outdoor-Dusche zu haben, die ich dann irgendwann testen werde. Aber ich denke mal, dass ich diesen zum ersten Mal vielleicht nächstes Jahr Sommer testen werde, wenn hier noch mehr D3-Schepperungen endlich wieder da sind. So, hier ist nichts mehr drin. Vielen Dank, Dennis B., für das Paket. Hat mich gefreut. Ui, ui, hier, oh Scheiße, ich muss Zensur machen, weil da eine Handynummer unterlegt ist. So, ich habe jetzt diesen Zettel rausgeholt und hier stand eine Nummer dran, die habe ich aufgeschrieben und zensiert mit Klebeband. Und auf diesem Zettel steht drauf: Hey, viel Erfolg weiterhin und Spaß mit den Sachen. Vielleicht können wir ja mal eine Wanderung zusammen machen. Kannst dich ja melden. Liebe Grüße, Dennis.
Dennis, ich freue mich sehr über dein Paket. Und hier, du kommst auch aus Bochum. Und das ist schon etwas weiter weg von Bremen entfernt. Und deswegen, bisher hat mich noch nie irgendwas nach Bochum verschlagen. Und deswegen weiß ich auch nicht, ob ich überhaupt nach Bochum irgendwann mal kommen sollte. Aber falls ich irgendwann nach Bochum kommen sollte, dann kann ich mich gerne melden. Ansonsten, falls dich irgendwas nach Bremen verschlagen sollte, dass du vorbeikommen solltest, da kannst du dich ganz gerne per Privatnachricht melden. Und dann können wir auf jeden Fall sehr gerne hier so eine Vollfettwanderung machen. So, jetzt hier auspacken. Hier, wie heißt das noch mal? Ein Adidas Shirt oder was das ist. Ich pack den erstmal so richtig aus. Das sieht aus wie so ein hier Adidas Funktionsshirt. Hier, wie heißt das doch mal? Damit, wenn Schweiß kommt, das nicht so stinkt und so weiter. Weil das so ein hier Sportlerstoff hat. Und Größe M. Das werde ich gleich erstmal anprobieren. Ich habe mir das angezogen. Und an sich passt das. Nicht zu breit, nicht zu schmal. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, wenn man so macht, dann ist hier alles frei. Also sprich, das ist so ein bisschen kurz für mich. Aber sonst voll cool Funktionsshirt. Ne, hier. Schlafsack. Vielen Dank für den Schlafsack. Aber weil mir Mike W. Über meine Amazon-Wunschliste exakt genau diesen selben Schlafsack mir auch mitbestellt hatte, habe ich jetzt zwei davon. Und ich brauche halt nur einer davon. Und deswegen werde ich diesen Schlafsack an jemanden aus meiner Bekanntschaft verschenken. An jemanden, der irgendwie, keine Ahnung, zwar schon Bock hätte, mit mir zu zelten, aber noch keine Ausrüstung hat, irgendwie keinen Schlafsack oder so etwas. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber das freut mich jetzt richtig. Ich glaube, dass ich diese Filmleuchte für meine Kamera, die man für an meiner Kamera antackern kann. Weil hier, guck mal. Ich muss jedes Mal meine Kopflampe immer als provisorisches Licht immer wieder nehmen für diese Scheißkamera. Und deswegen freut mich das umso mehr, jetzt endlich eine Filmleuchte für meine Kamera zu haben. Das Einzige, was noch fehlt, ist noch dieser Cage, damit ich den auch an der Kamera auch tatsächlich anschließen kann. Weil mit diesem Cage, den ich jetzt gerade an der Kamera dran habe, der hat kein hier Adapter oder Anschluss oder so, oder also damit man das hier befestigen kann, also diese Filmleuchte. Weil mich das sehr freut mit dieser Filmleuchte, werde ich bis Anfang nächsten Monats abwarten, bis ich diesen Cage besorgen kann. Damit ich das hier endlich dran montieren kann. Außer wenn jemand das schon vorher mitbestellt hatte. Weil das ist in der Amazon-Wunschliste drin. So, Papier. Und hier ist auch Papier. Vielen Dank, Dennis B., für dieses Paket. Das hat mich sehr gefreut. Kaffee. Hier, löslicher Bohnenkaffee. Zum Kaffee trinken. Ich muss das mal erstmal probieren, aber mal gucken, ob das hier
meine Kaffeepads ablöst für, wenn ich draußen penne. Und dass dann draußen dann Kaffee koche. Das muss ich mal prüfen. Und hier sind noch ein paar Zettel. Hier, Amazon.de. Ich wusste gar nicht, dass hier. Oh, scheiße, jetzt muss ich auch noch den Namen zensieren. So, ich habe den Namen zensiert. Ein Gruß von Peter D. Kaffee Power. Testsendung von Felix, not my, Hashtag not my name. Peter D., wir kennen uns persönlich. Vielen Dank für Kaffee Power. Ich freue mich. Ich wusste auch selber noch gar nicht, dass man hier, wie heißt das Ding nochmal? Über Amazon direkt an so eine Packstation senden kann. Nee, hier ist gar nichts mehr drin. So, letzter Paket. Hier, viel Spaß damit. Liebe Grüße, Dennis. Viele Grüße. Du bist ein Ehrenmann, oder wie das heißt. Viele Grüße an Dennis B. für die und vielen Dank für die Pakete. ja, ich muss gucken, was hier drin ist. Ui, was ist das? Das sieht interessant aus. Erstmal diese Folien mit Plastik dran hier reinschmeißen. Das hier, das ist, hier, wie heißt das Ding nochmal? Ein Koffer, ein Kasten. Ich bin sehr gespannt drauf, was in diesem Kasten drin ist. Nee. Oh, darauf freue ich mich ganz besonders. Das ist hier, wie heißt denn das Ding nochmal? Kamerazubehör für meine Schmierkamera hier so etwas hier. So ein kleiner Stativ, damit wo man hier schwimmen gehen kann, dann so etwas hier. Ich weiß auch nicht, was das ist. Irgendwie was Weiches. Das Ding, was man sich um den Bauch umschnallen kann. Ich glaube, das sind irgendwie so eine Aufkleber oder sowas. Band. Keine Ahnung, was das ist. Armband oder sowas. Hier, damit kann man sich meine Kamera über den Kopf binden. Noch irgendwie so etwas. Und noch ein Selfie-Stick. Oh ja, der ist schön lang und der ist auf jeden Fall leichter als mein bisheriger Selfie-Stick. Also auch mit wo man Stativ dran machen kann. Also ich glaube, das hier kann man irgendwie an glatten Flächen irgendwie drauf machen, drauf kleben, drauf klatschen. Damit die Kamera, keine Ahnung, an so einer Glasscheibe oder sowas. Damit man von dort aus diese Kamera anmachen kann. Noch mehr Zubehör. Ja, das hier, das sieht richtig wie ein Armband aus.
Und hier noch ein paar mehr Aufkleber. Ich glaube, das kann man so am Tisch dran machen. Und dann gleich so ein ganzer Koffer. Freut mich. Vielen, vielen Dank. Das kann ich auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Hier, wie heißt das doch mal? Papiere. Und Leinöl hier in Kapselnform, zweimal sogar. Ich bin sehr gespannt drauf, wie die Qualität von diesem Leinöl ist, weil Leinöl ist immer voll cool wegen den ganzen fettigen pflanzlichen Omega-3 Fettsäuren. Vielen Dank Dennis B. für dieses Paket. Hab mich sehr gefreut und sehr überrascht. So, das hier, das ist meine Fanpost gewesen, hier Fanpost-Inhalte gewesen. So, ich habe jetzt diese ganze Fanpost ausgepackt und ich habe mich sehr gefreut über diese Fanpost. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer verschissener Natururin. Und hier, guck mal, hier vorne liegen noch diese... Diese Karton, diese Paketreste, Müll, was, das kann man richtig, da kann man so richtig an reinfüßeln. Nee. Hier.